Ja, hallo, mein Name ist Daniel und willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Unity. So, erstmal killen wir schön die Leute hier. So, zwei kommen. Achso. Ja. Achso, oh man. Okay, alles klar. So, heute holen wir uns wieder einen Aussichtspunkt, ne? Hatte ich ja in der letzten Folge markiert. Alter, was los? Woll dich. Nochmal so. Oh Gott. Woll dich, sehr gut. So, komm, eine Rauchbombe. So, jetzt hier ein paar Schläge aufteilen. Ist ja auch eine Fünferwaffe. Jo, so. So, kommt da jetzt noch mehr. Das wäre nicht ganz so gut für mich. So, komm, Alter. Und jetzt rauch da. Zack. So, da hatten wir nochmal Glück, ne? Waren wir schneller als er. Alter Falter, so. So, reicht langsam. So. Einmal kurz heilen, vielleicht haben die jetzt noch ein bisschen was für uns dabei. Ach, Mann. Geht nicht alleine auf ihn los. Komm. Alter, die sind echt stark. Zieh dir die Schlinge zu. Ziemlich schöne Stiefel hier. Welche Größe wird das? Okay, das wäre fast daneben gegangen. So, dann würde ich sagen, hier schnell eine Rauchbombe. Zack, und gleich wieder dahin. Und jetzt raucht er. So, ich fände es viel besser, wenn diese Ausrufezeichen immer gelb leuchten würden, wisst ihr? Weil dann könnte man es besser sehen. Irgendwie. Weil manchmal ist die Kamera ja nicht auf die gerichtet. Und dann sieht man das unter der Lebensanzeige nicht so gut. Ja, vor allem bei mehreren Gegnern dann. So. Zack, Alter. Wir haben richtig viel verschwendet von der Medizin. Ne? Aber die haben jetzt bestimmt noch ein bisschen was dabei. Oder? Hoffentlich. So, da war doch auch irgendein Hauptmann oder so. Egal, komm, ich hole mir noch die beiden da vorne. Und dann ab zu diesem Aussichtspunkt. Wo sind... Achso, die sind jetzt drin, okay. Dann hat sich das erledigt. Vielleicht laufen wir an einem Ding vorbei. So, es ist Saint Lambert. Oder Lambert. Da war ein Händler, so. So, bienvenue, herzlich willkommen. Ja, so, vielen Dank. Alles klar, dann ab hier rüber. Oh, yeah. Hürdenlauf. Also ich weiß noch, ne, habe ich damals auf der Wii immer gespielt. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen London 2012 hieß das, glaube ich. Ja, genau. Das habe ich richtig gesuchtet, ey. So, oh, die Verbrecher töten. Oder den Verbrecher. Ist das vielleicht einer? Ah. Oh Mann. Eine letzte Warnung. Oder auch nicht. Alter, wisst ihr was? Die sollen sich mal selber killen. So, komm, genießen wir das Schauspiel. Okay, 3 gegen 1. Das ist gut. Ah, der zielt schon auf ihn. So, nicht schlecht. Du seid wohl nicht sanft an ihm geschieden, aber der Mörder hat so wer hat euch getötet. Guck mal, die beachten die gar nicht. Krass. Immer noch warm. Und deshalb wirst du langsam. Du, was ist der Geist ist noch nicht. Ah, jetzt wird's interessant.
beide flanken kann er nicht. Oh, komm, wir retten ihn. So, der dürfte uns jetzt nicht angreifen. Warum greift er? Okay. Egal, komm, machen wir ein bisschen mit. Ah, hier werden doch gerade erst gekämpft. So. Okay. Ich glaube, Kamera hat drum rumgesponnen. Ne? So. Hätte ich mir lieber erst einen Lebkuchen da genommen. Okay, komm, wir kämpfen gemeinsam gegen ihn. Krass, okay. Du willst auch noch? Okay. Ah, jetzt hier zum Beispiel, ne? Habe ich vorhin angesprochen. Hätte jetzt dieses Ausrufezeichen gelb gehabt, zum Beispiel den. Hätte dieses Ausrufezeichen gelb geleuchtet, ja, wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Krass, der Typ ist gut. Alles klar, was machen wir? Rauchbombe. Rauchbombe ist gut. Dann würde ich sagen, die hier. So. Verschwindet ihr Gesindel! Mann. So. So, den Hutträger, ja, den hätten wir jetzt auch. Und Mensch, Alter, wir haben immer noch 8 Medizin, jetzt sogar 9, ja. Das ist gut. Hier noch irgendwas gut, okay. Alles klar, gut, dann jetzt ab zu dem Aussichtspunkt, denn ist so eine Kirche, glaube ich. Ja, also so ein Gebäude halt. Jo. So, jetzt ab dahin. So, hier, ne, ein ländliches Viertel, würde ich sagen. Also, wenn ich es beschreiben müsste. Aber das sieht richtig. Ja, schlecht aus. Sieht nicht gut aus, wenn er da so rüberspringt. Alles in Ordnung, mein Freund? Alles gut und bei euch. Okay, da bewacht jemand eine Truhe und die hole ich mir jetzt. So, dann machen wir ganz kurz zu diesem Händler. Alter, geh doch hoch. Gut. So, ach, Mann. So, danach noch ganz kurz zu diesem Händler. Ja, und dann. Alles klar, dann schnappe ich mir erstmal den. Oder weißt du was, ich mache so eine Kombination. Ich wusste, dass er nochmal nachladen muss. So, den, jetzt geht der dahin. Herr im Himmel, wie schrecklich. Und ich kann ihn eliminieren. So, ist ein Dreierschloss. Mal sehen, ob ich das bekomme. Ich denke mal nicht, weil das ganz schön schwer ist. Aber vielleicht schon. Okay, ich habe so eine kleine Ahnung, wo ich tippen muss. Da nicht. Gut, wir sind immer näher rangekommen irgendwie. Mist. Okay, das ist ganz schön schwer. Lassen wir das. Aber ist ja auch so ein Dreierdings, wa? So, wisst ihr, was mir da gerade einfällt? Wir können auch eine Fähigkeit kaufen. Glaube ich. Und zwar dickes Fell oder so. So, hier erstmal kurz auffüllen. Ja, dieses Gruppenheilung-Dingens. Soll ich das dann erstmal holen? Egal, lassen wir das. Egal. So, dann ab hier hoch. Erstmal killen wir die beiden Wachen hier. Zack. Obwohl die ja eigentlich die Guten sind, wa? So, ich meine, ne? Sind zwar auch so ein paar Arschis dabei. Aber. Diese Roten sind dann schon ein bisschen böser. So, alles klar, dann sage ich gleich. Ja, ich hole mir erstmal diese. Diese Kokarde oder was es da ist. So, die hätten wir. Ich glaube, solange dass ich da unten noch schnell ein Schauspiel. Nee, doch nicht. Egal, lohnt sich jetzt nicht. Dann behalte ich das lieber auf. So, und jetzt ab hier hoch. Und ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, ja. Und bis zum nächsten Mal. So. Tschüss.